Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier bei einer neuen Runde LOL im Normal Game. Heute mit Ahri auf der Midlane. Ich versuche echt schon lange mal wieder ein Spiel aufzunehmen. Hab gestern die ganze Zeit versucht, also die ganze Zeit, nee, aber vier Spiele, vorgestern ein paar Spiele versucht, ein einigermaßen gutes Spiel aufzunehmen. Erstmal ist mir der Ton verkackt, dann hatte ich echt nur schlechte Games, also wirklich Ranz-Games mit AFK-Lern, mit Levern, mit Flamern. Da habe ich einmal richtig reingeranzt. Und man will ja doch auch einem nicht gerade von der schlechtesten Seite zeigen. Und ja, von dem her wird sicher mein letzter Versuch sein. Und dann wird das hochgeladen. Mir scheißegal, wie das rauskommt, wie ranzig ich spiele oder eben nicht. Ihr hört es vielleicht, ich bin ein bisschen angeschlagen. Weiß nicht wieso. Oh Gott. Ja, die Last Hits sind wieder in der Haus. Merkt, es ist auch mein erstes Game heute vielleicht. Merkt man es ein bisschen. Und ich habe Syndra in der Mitte. Das ist ja auch nicht das einfachste Matchup für mich. Aber ich werde versuchen, Level 2 zu rushen. Dann auch Level 6 zu rushen. Denn ich denke, sobald ich Level 6 habe, wird die auch nicht mehr allzu viel zu lachen haben. Denke ich jetzt einfach mal so. Einfach weil ich sie dann. Oh Gott, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und er ist gestorben. Das ist gar nicht gut. Wirklich? Wirklich? Ja, jetzt kann man nicht engagen. Mit E. Hoffentlich trifft. Ja. Ah, ich glaube, der Trade ging um mich. War nicht, dass sie dann mich noch mit dem Stun getroffen hat, aber ansonsten war das eigentlich nicht schlecht. Das Q hat der Q, das Q, ist gar nicht. Auf jeden Fall habe ich getroffen. Ein bisschen passiv ausspielen, wenn man nicht fehlen würde. Ja, der stirbt. War ja nicht so. Ja, war ein guter Gank von ihm, aber habe ihn ja noch bekommen. Würde nicht gerne auf den Kirchchen. Das anders. Ah, lieber die Schuhe noch mitnehmen, dann mir ein paar Healpots. Ein bisschen mehr Lane Sustain habe. War ein guter Gank. Die sind aber auch anfangs echt strong. Und unser Jungler wurde ein bisschen aus dem Spiel genommen, aber mit Warwick später, wenn er das richtige Jungle-Item baut, ist er eh. Im Moment ist Warwick sowas von OP, von dem er sollte eigentlich auch gehen. Opfermt habe ich Syndra nicht wirklich, aber ein bisschen auf jeden Fall. Also nicht opfermt, aber so, dass ich damit leben kann. Bin jetzt. Alter. Hier habe ich Lags. Ich weiß nicht, habe ich Lags. Ah, schade. Ablehnen. Dafür läuft Toplane ein bisschen besser auf jeden Fall. Ja, da wird das dann kommen, denke ich mal. Nächstens. Wie gewohnt Q-Skill. Einfach weil man damit Level 6 echt gut bursten kann. Engage mit der Ulti. Und dann schauen. Echt. Ist hier rausgeflasht. War schon Wurf.
Ja, können wir den? Schauen, wie greedy er ist. Ah, nicht greedy genug. Leider kann man auch nicht mehr. Ja, Lee Sin spielt echt gut. Muss man ihm auch lassen. Spielt gut. Okay, aber ich geh jetzt back. Das lohnt sich hier nicht. Vielleicht sogar früher back gehen sollen. Aber jetzt ein bisschen Zeit verschwendet. Ohne jetzt aber hier. Eine Ward und Mana Pot auch ganz wichtig. Wenn man einen Jungler hat, wie Lee Sin zum Beispiel, der echt im Moment relativ viel gankt. Ja, das fiese ist halt. Ich meine, Toplane ist ein bisschen RIP, dafür ist Botlane schon auf dem zweiten Tower unten. Indem er. Und sobald ich Level 6 bin, wird die eh auch nur noch leiden. Denke ich mal. Ja, das sollte da nicht laufen. Jetzt habe ich auch einiges bessere Möglichkeit zu escapen. Man muss sagen, die Ulti von ihr ist natürlich auch richtig strong. Man darf das nicht unterschätzen. Sterben. Gut. Ich mache noch ein bisschen zu wenig Damage für meinen Geschmack, aber. Ne, läuft da nicht. Ich könnte eigentlich top gehen, aber. Aber ich gehe nicht top, aber die kommen wahrscheinlich zu mir. Alter, den sagt. Ja, schade. Hätte vielleicht. Ja, Riven hätte vielleicht was machen können. Riven hat 66 Farm, Alter. Könnte es denn killen? Ja. Den irgendwie hoch aufhalten, das wäre echt nice. Bisschen Zeit geben. So schnell bin ich dann aber wiederum nicht. Oder nicht? Alter. Ja, der stirbt. Weißt du? Ah, da ist der Knecht. Willst du ihn? Ja, ne. Und nicht mal ein. Nicht mal ein Assist bekomme ich. Alter! Wieso läuft er nicht mit? Ah, ich verstehe es nicht. Extra einen Kill bekommen, musste ich ein bisschen viel usen für den Kill. Aber ich glaube, schlussendlich war das doch worth. Wir verkaufen uns hier noch einen Dodons, weiter Dodons holen. War wenigstens meine Mitte gehalten? Ja, ne. Ich habe Mitte bekommen. Und ja, mal schauen, jetzt habe ich 3 Kills, Spiel 3-2. Natürlich nicht so. Nicht so bene. Nicht so gut. Alter, lass mir meinen Farm. Alter, was mit dir? Willst du bitte auf deine Lane gehen? Warum nicht? Geh nicht auf deine Lane.
Aber ich fehl. Fehlst du? Hat halt auch ich nicht. 5 AD. Okay. Ja. Schön. Und entweder du gehst auf deine Lehne, du lässt mir meinen Farm. Bekomme ich keinen Farm? Schade. Wo war denn? Aber Warwick gespielt hat. Ich weiß nicht, wer der war. Muss ich ehrlich sagen. Ich meine, wir hatten quasi drei in der Midlane. Und haben aber keine Hilfe bekommen. Aber ich hab wenigstens noch Lee Sin bekommen. Aber wirklich gut war das nicht. Mal die Heatpots verkaufen. Ja. Die Magic Pen. Gut. Magic Pen. Hätte ich gut. Alter, halt die ein bisschen auf. Das war keine gute Idee. Ah, komm, komm. Ein bisschen Zeit. Junge. Du bist tot. Alter, er stirbt halt noch. Schade. Wär nicht nicht nötig gewesen. Hi, Mo. Der Damage. Dieser Damage. Bye bye. Malf. No. Ignite. Hat er noch das Signal für mich genutzt? War jetzt auch nicht die beste Idee, ne? Merkst du selber. Ich will da nicht. Ich verkaufe jetzt den Dodans. Hol mir mein erstes richtiges Item. Nice. Minute. Fast 14. Echt zu spät eigentlich. Echt zu spät. Aber jetzt habe ich zwei Items, habe wenigstens schon mal die Boots und die gebaut. Ich habe echt schlecht gefahren. Ich habe 42 Farm. Also, ich habe weniger Farm wie der Jungler von ihnen. Einfach weil ich nicht zum Farm komme. Okay, meine ich. Unserem Team hat einfach gar kein Map Awareness. Weiß nicht. Wir laufen durch den dadurch. Das hier, wieso macht er Blue in so einer Situation? Stehe ich einfach nicht. Bis er Anker dann kommt. Wenn er auf jeden Fall eine Wayne kommt. Getorkelt. Weiß nicht, ob ich gegen die eine Chance habe. Vielleicht. Vielleicht hätte ich eine Chance gegen die. Aber jetzt nicht mehr. Alter! Hätte ich ja nicht erwarten sollen. Hätte ich ja nicht. Ah, das war dumm. Aber sie spielen gut zusammen, muss man sagen. Und die gehen jetzt halt die Gruppen schön. Das machen sie echt gut. Akali und Malf laufen fast nur zusammen rum. Und das ist halt unser Problem. Riven ist jetzt AFK. Also AFK. Ja, es ist oben am Farm. Wir spielen wirklich immer mit einem Mann weniger. Jetzt wurde ich noch gekillt. Und jetzt macht Riven mal Anstalten, mal Botlane zu kommen.
Lee Sin lenkt hier gut ab. Jetzt stirbt Warwick. Riven ist immer noch im Jungle, im anderen. Ja. Jetzt kommt Riven, aber viel zu spät. Gut, Lee Sin ist jetzt tot. Noch Knife. Einer weniger. Ich habe wieder Leben, nice. Oben durch. Oben durch und. Walking mir. Chill, 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 chill. Alter. Eine Lantern. Alter, wieso denn nicht? Sowohl Riven wie auch Trash könnte schilden. Oder also meine Riven hat wahrscheinlich noch Cooldown gehabt. Aber eigentlich beide hätten mich schilden können. Ah, echt. Sowas nervt mich. Sowas nervt mich wirklich. Wir haben Malph jetzt wieder einen Kill gegeben. Ich bin jetzt 6-5. Ich sterbe einfach zu oft. Also, machen halt die Fokus mich eigentlich auch ziemlich gut, muss man sagen. Das Problem ist halt, dass sie echt groupen. Sie spielen zusammen und also sie werden zu greedy, dann nicht. Aber ich hatte ja anfangs hatte ich schon zwei Gangs relativ früh in der Mitte. Und auch jetzt wieder sind zwei in der Mitte. Zwischen. Und ich bin alleine. Jetzt stirbt Warwick. Nee, er stirbt nicht, aber. Also kurz davor. Jetzt hey, Lee Sin. Ja. Ja, das war auch zu greedy von ihm. Ich denke mal, der hat gedacht. Boah, diese Satzstellung des. Ups, er lebt mich da. Ja, man merkt, ich spiele echt nicht gut. Ah, ja, das war nicht gut. Engage. Sterben. Endlich sterben, ja. Passiert alles draußen, sei nicht. Oh, kommt der ADC. Aber. Braves ist gefeedet. Das ist nice. Au. Schade. Schade, schade, Papa. Aber Lee Sin macht echt einen Damage, das ist. Nur das Jungle-Item, das Damage macht. Eigentlich echt? Er hat nur das Jungle-Item. Mehr hat er nicht. Ja, aber, Alter! Warwick ist hier! Er sieht, dass ich gegen Lee Sin im Fighten bin. Er sieht, dass ich den gestunt habe. Schade. Sieht er ja. Aber anstatt mir zu helfen, geht er in den Jungle und kommt sich ein. Übergeflasht. Warwick ist eigentlich. Warwick macht halt einen falschen Job. Ich meine, er wäre der, der tanky gehen muss, auch ein bisschen. Und eigentlich immer engagen muss. Und er lässt immer jemand anderes engagen. Und einfach nicht seine Aufgabe. Also. Ja, ja, Lee Sin ist im Moment so OP, dass er das auch machen kann. Damage, aber eigentlich wäre der Bruiser, eigentlich müsste er uns ein bisschen mehr beschützen und auch ein bisschen engagen. Zum Beispiel wäre hier keine Ulti nötig gewesen.
Traust du mir? Unter? Nein. Ernst? Ja, Karl ist halt auch broken. Ist echt. Indem man ein bisschen in den Damage kommt. Ein bisschen in den Damage. Also wenn sie ein paar Items hat, dann eskaliert die auch wirklich heftig. Ich skal jetzt ein bisschen eh hoch. Back, back, back. Muss ich ausflashen. Schon hätte mich sonst gekühlt. Aber ich gehe jetzt trotzdem aufs DFG. Ich hab's zwar noch nicht so bald, aber. Der Insekt. Ja, EDC, du bist ein bisschen weit vorne. Mach was. Macht was, Jungs. Der Damage. Drake ab. Mal bitte Drake machen. Oh, hi. Ein bisschen hin bekomme ich dafür durch. Und unser First Dragon. Wir haben auch erst einen, von dem her. Das sind nur noch. Was ist halt das Gute an Lee Sin? Am Anfang macht er echt guten Damage. Und mit der Zeit verliert er halt den Damage. Also, er hat sehr starkes Early Game. Aber wie es halt heißt, wird das Early Game irgendwann. Ja, hi. Lol. Aber ich hasse das. Du kannst es so dumm springen, wie du willst, und du wirst getötet. Das war schlecht von mir gemacht. Ich hätte den Q mit der Ulti dodgen sollen. Du stirbst. Warwick, du stirbst. Wieso used du da eine Ulti? Das ist so nicht worth. Ein Ulti wäre eigentlich so einen guten Gauge. Und er used sie halt jetzt wirklich für einen Kill, der nicht Free Kill wäre. Und er wäre ja rangekommen, er hatte ja sein, das W-Skill. Alter, was ist hier Leute, was? Den Bug habe ich im Moment echt oft, dass ich quasi auf eine Seite gezogen wird. Weil. Seht ihr selber. Schön, aufgehört. Ich habe einfach auch viel zu wenig Farm. Geht eigentlich gar nicht. Minute 24. Quasi keinen Farm. Aber wirklich quasi keinen Farm. Ist echt bad. Ein Q one-hitted die Gegner nicht mehr. Und auch nicht wirklich immer. Alter. Oh, das sind ein paar, ne? Oh, mal wieder drei in der Mitte. Nice. Ja, auf jeden Fall ein paar hier. Alter, die Riven, die das Game langweilig findet. Nice. Mal kurz hier Durchgang ändern. Komm ich da irgendwie ran? In ein paar Sekunden schon, aber.
Ja, ruck, ruck, ruck. 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 Bitte, nicht mehr. Schade. Oh Gott. Der Hook kommt irgendwann noch. Alter. Ein bisschen Farm brauche ich halt auch. War die ganze Zeit auch Party auf der Midlane. Party auf der Midlane startet. Ja. Alter, der Fokus auf mich. Wieso setzt ihr den Fokus auf mich? Kommen sie alles noch. Mein Leben. Wieso fokussen mich die mich, Alter? Ich habe 6 Kills. Ein Warwick oder ein Grave hat viel mehr Kills als ich. Und Akali fokust mich. Aber gut, ich weiß auch nicht, wieso ich reengage. Müsste einfach. Einfach back und raus und fertig. Fertig! Aus! Aus die Maus! Und ich reengagen, noch was versuchen. War auch mein Fehler. Also, der Tod war unnötig. Grab! Grab nicht! Ult! Ult! Nicht mehr! Warte! Ja, klar. Lieber die Wildkröte machen, was es auch immer ist. Alter, leck mich doch am Arsch hier. Leck mich fett. Ah. Ist so mieselig, echt? Jedes Mal kriegst du auf mich, ich weiß nicht, was ich da getan habe. Naja, wenigstens gestorben. Aber ich baue mir, glaube ich, ein gesundes, wenn ich das so anschaue. Fahren. Fahren, 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 fahren. Fahren, fahren, fahren. Nicht sterben, liebe Minions, nicht sterben. Oh, ihr noch. Nice. Eine Farm. Eine Farm. Okay. Jetzt noch mal back. Ah, bauen sich Items gegen mich. Man merkt es. Also zum Beispiel, Benches ist halt gegen. Wie heißt mein Charakter schon wieder? Mein Champ. Body, die kleine. Ist halt echt. Wisst ihr? Ich weiß auch nicht, was die dort oben machen, was die. Ach Gott, ja. Hier die Lane pushen. Nein! Ich wollte dich noch haben. Ah, der Greed. Der Greed. Naja. Es ist ja nur ein normaler Game. Man merkt auch, ich habe lange nicht mehr gespielt. Machen die extrem viele Missplays. Der Damage ist ziemlich real. Der Turm ist einfach. Der Turm Damage ist so ein Witz. Okay. Hi.
Das ist halt das Gute. Ein bisschen ins Game kommt, dann hat man aber auch Damage. Da hat man Damage in der Tasche. Ne? Ja, ja, der Damage. Ist so schön. Ja, ich habe auch, hab auch wirklich keine guten Items im Moment. Ich habe eigentlich quasi. Ja, gut. Zwei Items. Vier Items jetzt fertig. Als nächstes mal was Xonius. Weil es neu ist, ich die Kills bekommen habe. Mal nicht. Ach komm. Kann man nicht killen. Ich kann mal killen. Eigentlich. Komm hier. Komm hier. Ich bin gekommen. Ja, die kommen. Nicht bald. Nice. Und das dann. Ja, und das war gut gemacht vom Team. Ich habe ein bisschen Angst vom Stun und der Ulti. Weiß nicht, ob die Ulti geused hat. Weiß nicht, habe ich ein bisschen ein Problem. Ich dann noch irgendwie dran. Eigentlich ja. Andererseits. Ja, es gab uns genug Zeit, hier die Türme mal ein bisschen zu klären. Habe ich gestoppt. Der einfach. Einfach Zeit geben. Nein! Oh, ja. Ah, ich dachte, ich bekomme die echt noch. No life. Hm. Ah, schade. Rim noch von diesen gekillt wird, das ist halt bad. Hätten einen einfach. Eigentlich einfach den zweiten hinüberziehen sollen. Weil die hätten dann so viel Pressure bekommen, das wäre nicht deathbar gewesen. Oder. Wenn wir dann noch ein bisschen Pressure gemacht hätten, die wären eingefallen. Die wären echt eingefallen. Ah, 11, 10, Alter. So schlecht. Also richtig bad. Eigentlich wirklich schlecht gespielt von mir. Und da ist es doch dennoch 11 Subs auch, aber eigentlich müsste ich echt besser spielen, weil Adi ja auch einer meiner Mains ist. Ah, gut, nicht mein Hauptmain, aber dennoch einer meiner Mains. Aber man merkt, ich hab lange nicht mehr. Wirklich lange, lange nicht mehr gespielt. Ja, auch das WoW Addon kam. Ja, ich das ein bisschen gespielt. Hi. Ja, aber geht doch, ein bisschen geht's. 3 Minuten. Ah, Graves und ich machen halt einfach so ein Damage, dass die gar nicht machen können. Hey, listen. Nice. Ich mit den Second Inhib, weil ich weiß gar nicht, was Wolf ist. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich kann man finishen. Aber da hier habe ich ein bisschen Respekt. Oh lol, ich habe Akali gekillt. Nice. Jo. Schönes Spiel. War mit ein bisschen spannender. Weiß jetzt gar nicht, was für Elos die anderen Gegner hatten. Ich denke mal wahrscheinlich auch so Gold. Gold. Hatte, gestern hatte ich mal einen Platin-Spieler. Nicht, ob der sich verirrt hat. Meistens ist Silber oder Gold. Von dem her ganz, ganz locker eigentlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, es werden jetzt wieder mal ein paar mehr Videos kommen, die auch vom Sound her besser sind. Ich habe es wieder eingestellt. Es
Komisch, dass ich Soundprobleme hatte, da ich eigentlich gleichen Einstellungen übernommen habe vom besser werden im Ranked und da waren sie eigentlich, denk mal, gut oder sicher nicht schlecht. Und von dem her hoffe ich, euch hat es gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommis, wie es fandet, wie auch der Ton war. Ob er erträglich war, ob er schlimm war. Ich versuche das zu fixen und natürlich auch die besten Einstellungen zu finden. Und bis dahin sage ich, mach gut. Macht's gut. Ich mach's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ich habe mir auch mal überlegt, vielleicht mal eine Folge auf Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch aufzunehmen. Schreibt mir doch mal in die Kommis, wie ihr das finden würdet, ob ihr das fein würdet oder nicht. Und bis dahin sage ich, bis Leute und macht's gut. Bye bye.